Okay, da geht's wieder hoch. Was haben wir hier? Kommen wir auch nicht rein. Wer sind Sie und was wollen Sie? Ja, wir wollen mal die Rohre nachgucken, ne? Hausmeister, ich muss die Rohre überprüfen. Mr. O'Rourke schläft. Kommen Sie morgen wieder. Ach, schade. Aber es hätte ja funktionieren können. Es hätte ja funktionieren können. Dann gehen wir mal nach oben. Okay. Der sieht aus, als würde er Aua machen. Und auch ein bisschen was aushalten. Und dann ist die Frage, ob man... Ja, da... Ja, ich ziehe mich mal zurück. Also, was hier auf dem Dach abgeht, ist aber auch höchst seltsam. Höchst seltsam. Okay, ansonsten... Hi. Haben wir uns hier, glaube ich, alles angeschaut. Wir können ja nochmal hier hochgucken, was es da so gibt. Ach, was. Kommen wir hier hin? Hm. Hier wieder hin. Na gut. Das bringt uns jetzt erstmal nicht so viel. Aus dem Weg! Ja, mal. Machen wir hier mal wieder dicht. Das ist da, da kommen wir nicht rein. Okay. Dann sind wir hier, glaube ich, durch. Jetzt große Sachen gegen... Die Tante haben wir aber auch nicht gefunden jetzt in ihrem Apartment. Der vergleichsweise kleine Sicherheitsroboter oder Dobermann ist mit einer effektiven Schrotflinte bestückt und kann in Gebäuden und Außenbereichen eingesetzt werden. Yay. Was war denn jetzt eigentlich nochmal unser Ziel? Ach, wir haben drei Ziele. Ah. Entweder WTO sucht den Minister... So, Ach so, da muss man nach Schmuggelgut suchen. Ja, aber da habe ich jetzt nichts gefunden. Oder den Orden. Oder nochmal die WTO. Ja, ist jetzt die Frage, was wollen wir da machen? Wollen wir der WTO oder dem Orden? Also ich finde den Orden da eigentlich schon wieder spannender. Aber, Seattle Overlook. Historical Site. Wir müssen hier eher noch mal ein bisschen umgucken. Ach nee, hier waren wir ja schon. Oder kann man hier rausgucken? Hm. Tja, Orden oder nicht? Aber wir wurden eingesperrt und beobachtet und... Irgendwie habe ich mehr Lust, mich dem Orden anzuschließen. Auch wenn wir jetzt jemanden vom Orden getötet haben. Aber das war... Da waren wir noch frustriert. Da waren wir noch sauer. Jetzt haben wir noch mal in Ruhe darüber nachgedacht. Und guck mal hier. Wir sehen Inclinator at the northwest corner of the upper settled yellow enclave. Nordwest. Nordwest. Das müsste ja diese Richtung hier sein. Hier sind nur die Emerald Sites. Oder dann wieder in der unteren Ebene. Hm. Was ist mit dem Nightclub? Wo ist der? Ah. Hier scheint er zu sein. Da müssen wir auch nochmal gucken. Ja, Club Vox. Haben Sie das passende Login oder die Modifikation Neuralschnittstelle? Können Sie ein Sicherheitstermin umprogrammieren? Ach, das ist eine Modifikation. Ich, ja.
Achso, hallo. Willkommen im Vox Club. Wir haben die neueste NG Resonance Simulation, die beste Musik und sogar einen VIP-Club für intimere Treffen. Den Eintritt für den Hauptclub zahlst du hier. Nee. Nein, danke. 100 ist ganz schön viel gerade noch. Ich weiß noch nicht, wofür wir das Geld groß brauchen. Aber 100 ist schon nicht ohne. Und man kommt ja bestimmt später nochmal wieder oder so. Nach einem Schnellkurs sind SSC-Einheiten jederzeit und überall einsetzbar. Na gut, dann versuchen wir doch mal unser Glück, nochmal hier einen Weg rauszufinden. Jetzt verlaufe ich mich ja hier. Wo bin ich denn hergekommen? Metro. Na, zur Metro will ich ja eigentlich auch nicht. Da würden wir dann ja zur WTO gehen. Wen haben wir denn hier? Bürger und Bürgerinnen, uns wird oft vorgeworfen, dass wir unsere Wirtschaft überreglementieren. Tja, das verdanken wir J.C. Denton. Sie erinnern sich, das war der Kriminelle, der für den großen Kollaps verantwortlich war. Er hat uns erst gezeigt, wie zerbrechlich das alte System war. Aber wie, fragen Sie sich? Alles nur Gerüchte, beruhigen Sie sich. Nein, meine Nachforschungen in der Area 51 haben ergeben, dass er nicht für die Vereinten Nationen gearbeitet hat und es in Wirklichkeit nie ein globales Terrornetzwerk gab. Er war ein Einzeltäter. Selbst die Katastrophe von Chicago ist nichts verglichen mit seinen Verbrechen. Vertrauen Sie der Sicherheitspolitik der WTO. Sie schützt die Zivilisation vor dem Wahnsinn. Ob das so stimmt, ich weiß es nicht. Stadtplan Upper Seattle, jawoll. MapSync zeigt Ihnen überall den Weg. Jede Karte wird mit Sorgfalt von einem Mitglied unseres Ordens angefertigt, in der Hoffnung, dass sie Ihnen auf Ihrer Suche nach dem inneren Frieden hilft. Viel Vergnügen mit dieser Karte von Upper Seattle. Möge Ihre Heiligkeit Sie beschützen. Tag für Tag erreichen mich neue Gerüchte aus der Medina. Fanatiker des Ordens wollen die Enklaven zerstören. Terroristen planen Angriffe. Der Orden und die WTO führen einen endlosen Krieg. Alles nur Gerüchte, werte Bürger und Bürgerinnen. Ihre Heiligkeit und ich beraten noch in dieser Woche in Trier über die Verbesserung unserer Beziehungen. Weder verdammen wir den Orden, noch ist die Religion ein Feind der Wirtschaft. Wir werden einen Weg finden. Vertrauen Sie mir. Okay, also mit der ganzen Propaganda hier, nein. Wir gehen nicht zur WTO. Das lassen wir mal schön bleiben. So. Hier haben wir jetzt ja das Pickwards Coffee Shop. Da könnten wir nochmal hingehen. Und da ist der Eingang zum Inclinator. Okay. Nordwesten. Dann gehen wir erstmal hier nach Nordosten in den Coffeeshop. Das neue Gesicht des Hasses. Sie nennen sich die Tempelritter und behaupten, von Hugh de Pern und dem Tempel des Solomon abzustammen. Sie sagen, dass ihr Krieg gegen modifizierte und genetisch veränderte Menschen ein Krieg gegen Ungläubige sei. Wenn der menschliche Körper ein heiliges Buch ist, dann hat keine Organisation mehr Schrift verbrannt als die Templer. Stoppen Sie den Hass. Melden Sie sämtliche Templer-Aktivitäten, bevor es zu spät ist, für Ihre Gemeinschaft. Hohe Belohnung für Informationen, die zur Identifizierung von Templer-Hohepriestern führen. Oha. Abstergo. Nein, nicht ganz. Mein Geschäftsplan sieht keine Terroranschläge vor. Wobei ich sagen muss, Religiöse sind da ja manchmal so schlimm? Auch nicht ich so viel besser. Ich verlange fast doppelt so viel wie Queequecks in Lower Seattle. Warum? Terrorismus, Steuern, Miete. Miete. Oh ja, die WTO sollte Baugenehmigung nicht beschränken. Wem sagst du das? Ich kenne einen Typen bei Symmetriert. Er sagt, dass Nanoformer in 5 Jahren ganz Seattle neu aufbauen könnten. Eine Schande. Zum Teufel mit dem Wirtschaftsschock. Die Leute wollen neue Städte. Und sie wollen sie jetzt. So sieht's aus. Wollte mal sehen, was meine Investition so treibt. Ich schätze, das Geschäft läuft wegen des Terroranschlags nicht besonders. Möglich. Clive hat's mir gerade erzählt. Tarsus-Akademie, stimmt's?
Normalerweise interessiert sich der Orden für den Inklinator. Das Geschäft läuft wie immer. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Hier oben kann man kaum Profit machen, weil die Mieten sehr hoch sind. Ja, ich müsste nicht mehr so hart schuften, wenn ich eine Zweigstelle in Lower Seattle hätte. Warum fragst du? Bin nur neugierig. Das Pequods in meiner Heimatstadt war immer voll. Ich finde, es ist an der Zeit, dass Lower Seattle und vor allem Queequecks erkennt, was Terror bedeutet. Was du nicht sagst. Denkst du an was Bestimmtes? Ich will ja nicht, dass jemand verletzt wird, aber wenn jemand ihren Bestand an Kaffeebohnen anzünden würde, das wäre schon was. Schön. Das ist Brandstiftung. Ach was, bist du auch so ein Tarsus-Freak? Die würden den Job übernehmen und eine Granate reinwerfen oder so. Na, wie wär's mit einem kleinen Abenteuer? Ich überleg's mir. Der Chef des Queequecks wohnt in Apartment 21 im Herons Loft-Gebäude. Dort findest du sicher den Zugangscode für seinen Laden, aber pass auf. Der Kerl ist ständig zu Hause, weil er nicht rund um die Uhr öffnen muss. Okay. Coffee Wars. Zerstören Wohnen. Mal gucken. Der Kaffee. 137 Trimethyl Anxanthin ist der wichtigste pharmakologisch wirksame Inhaltsstoff der Kaffeebohne. Die auch als Koffein bekannte Substanz wird nach der Einnahme rasch durch das Blut und das Körpergewebe aufgenommen. Als Adenosin-Antagonist hat das Koffein eine stimulierende Wirkung auf das zentrale Nervensystem. Ach, Chemie ist doch schon so lange her. Unsere Liebesaffäre mit der Bohne. Die Legende. Eines Tages sah Kaldi, dass sich seine Ziegen neugierig um einen Strauch mit dunkelgrünen Blättern und hellroten Beeren versammelt hatten. Er kostete die Beeren und entdeckte ihre anregende Wirkung. Bald nutzten die Mönche eines nahegelegenen Klosters die Beeren, um während langer Stunden des Gebets wach zu bleiben. So wurde der Kaffee geboren. So, so. Upper und Lower Seattle, zwei Herzen, eine Seele. Seattle erhob sich aus der Asche des Kollapses, in dem es wuchs, vor allem nach oben. Im ehemaligen Stadtzentrum wurden Pfeiler errichtet, als Symbol für den ungebrochenen Lebenswillen dieser Stadt. Auf einer von diesen Pfeilern getragenen Plattform entstand Upper Seattle. Lower Seattle liegt geschützt darunter. Ein Inklinator verbindet beide Ebenen. So, wir gucken hier nochmal eben in die Ziele rein. Secondary Goal, genau, Destroy Beans. Aber okay, der ist in Lower Seattle, okay. Da wollten wir jetzt ja eh hin. Und wir nehmen den Inklinator. Da müssten wir hier lang. Ach, hier war ich ja schon mal, aber da habe ich. Haha, das da hin, oder? Das sah eben so aus, als hätte man da weitergehen können. Man kommt da nicht vorbei. Inklinator, das ist hier. Dann muss man wahrscheinlich einfach nur die Tür aufmachen. Hm. Ja. Mal gucken, was da jetzt passiert. Niemand kennt das Gesicht ihrer Heiligkeit, nicht einmal ihre engste Vertraute, die hohe Augurin Lin Mei Chen. Okay. Einen Bonus? Sie verlangen von mir, dass ich für ein paar Credits in eine Giftwolke laufe? Was ist mit Ihnen? Machen Sie Witze? Ohne Schutzanzug? Jede Minute, die der Inklinator außer Betrieb ist, kostet uns alle Geld. Vergessen Sie das nicht. Sie waren nicht auf dem Bahnsteig, als das Zeug ausgetreten ist. An die langfristigen Folgen will ich noch gar nicht denken. Okay. Was ist hier los? Irgendwie habe ich das Gefühl, nochmal speichern zu müssen. Tut mir leid. Der Inklinator ist außer Betrieb, bis die Toxine beseitigt sind. Haben Sie keine Arbeiter oder Bots, die sich darum kümmern können? Ein Nanoforming-Bot. Aber der letzte Notfall ist so lange her, dass er eingerostet ist. Unglaublich, dass jemand versucht hat, diesen Giftmüll an uns vorbeizuschmuggeln. Kann man ihn nicht reparieren? Der Einzige, der den Code für den Schrank des Wartungsbots hat, sitzt auf dem anderen Bahnsteig fest. Wir haben auch ein Reinigungssystem. Und den Code kenne ich. 4781. Aber der Fernzugang ist defekt. Ich versuche schon, einen dieser Idioten zu überreden, auf dem Balkon den Hauptschalter zu drücken, aber die haben Angst vor der Giftwolke. Wir lassen uns nicht zwingen, unser Leben zu riskieren. Sie können uns nicht feuern, nur weil wir gesunden Menschenverstand haben. Ich habe nie gesagt, dass ich sie feuern will.
Ich habe nur gesagt, dass wir wegen der Sache Geld verlieren und ich danach vielleicht jemanden entlassen muss. Okay. Jedenfalls hoffe ich, dass ich jemanden finde, der etwas mehr Mumm in den Knochen hat als diese Kerle. Schließlich ist mir die Sache ein hübsches Sümmchen wert. Sollten Sie es schaffen, sagen Sie Bescheid, damit ich den Betrieb wieder aufnehmen kann. Bis dahin kommt man nicht nach Lower Seattle. Natürlich geht das dann nicht. Ist ja wieder klar. Der Inklinator ist wegen eines Giftunfalls außer Betrieb. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Ich habe mich mit der Leiterin der Anlage unterhalten. Ich weiß also Bescheid und will mir ein Bild vom Ausmaß der Schäden machen, bevor ich hier aufräume. Die Leiterin dieser Anlage ist überhaupt nicht befugt, jemanden da reinzuschicken. Die WTO hat die Situation unter Kontrolle. Da draußen patrouillieren Bots, die ich nicht umprogrammieren kann. Wir können also nicht für ihre Sicherheit garantieren. Sie lassen mich also nicht rein? Ich halte sie nicht auf, aber ich kann nicht für ihre Sicherheit garantieren. Ich würde mich mit diesen Bots ja nicht anlegen. Es sei denn, sie haben ein paar EMP-Waffen. Ich wollte mal einen Bot mit einer Schrotflinte erledigen. Ging ziemlich daneben. Gut, wir haben keine EMP-Waffen mehr und ich habe auch nicht entsprechend geskillt, dass wir gegen Bots vorgehen können. Das heißt, dieser Weg ist für uns gesperrt. Das macht, glaube ich, wenig Sinn. Habe ich so die Befürchtung. Dann müssen wir doch Richtung Metro laufen. Vielleicht kommen wir da ja nach Lower Seattle. Also wenn wir das entsprechende geskillt hätten, dass man von den Bots nicht gesehen wird, dann wäre es ein Versuch wert gewesen. Aber so ist das schon schwierig. Dann müssen wir die WTO halt erstmal in Sicherheit wiegen, dass wir ja ihnen folgen. Vielleicht entpuppen sie sich ja auch noch als ganz tolle Gesellen. Get nuked! Verschwinde! Warum? Ich soll hier hin. Tacoma, Newark ist verspätet, Leander, New York City, okay. Aber da komme ich doch jetzt auch nicht durch. Das zu... Neuer Preis. Fünfmal so hoch wie der alte. Fünfmal so hoch? Das ist heftig. Aha. 250 können wir uns nicht leisten. Lehnt die WTO Preisschwankungen nicht ab? Ha? Weißt du, die Gebietsregelungen, Lizenzauflagen, die ständige Überwachung der Märkte. Ein Preisanstieg von 500% ist recht ungewöhnlich. Ich interessiere mich nicht für Politik. Du willst wohl schnelle Kohle machen, was? Nee, Mann, lass den Scheiß. Ich verkauf nur Pässe. Ich kann mir den neuen Preis nicht leisten. Das interessiert ihn nicht. Tja, das ist natürlich schade. Multitools haben wir natürlich auch gerade nicht. Ja, yeah, man kann hier wieder an Trinkwasserspendern sein Leben auffüllen. Wuhu! Aber auch nicht unbegrenzt. Nee, geht nur einmal. Das heißt, hier geht's auch nicht weiter. Also dann doch entweder den gefährlichen Weg nehmen oder noch irgendwie an Geld kommen. 50 fehlen. Ja, oder wir gehen doch in den Club für 100... Vielleicht kann man da ja noch mal Geld verdienen. Wer weiß. Vielleicht geht das. Nur ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass wir da unbedingt große Überlebenschancen haben. Das ist so ein bisschen das Problem. Oder wir müssen hier das Schmuggelgut noch finden. Aber auch das... war eher schwierig, da irgendwo weiterzukommen. Okay, da steht leider kein Name. Vor
Find the trapped worker to get the code to the repair bot. Close it or use the control terminal. Das Control Terminal kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Aber on the upper level to activate the hazard flush system. Auf dem oberen Level. Aber das hier ist ja sicherlich nicht gemeint. Gerade ein bisschen verwirrt. Da drin war... Da kommen wir eigentlich auch nicht weiter. Wir haben keine Multitools mehr. Und auch kein EMP. Also, da waren ja dann auch eher noch die Roboter, die das Problem sind. Wir gehen jetzt in den Nightclub. Der war hier hinten. Speicher vorher nochmal. Zack. Enter. Achso. Kann ich keinen neuen Speicherstand machen? So, gibt's, ist auch nur begrenzt auf Speicherstände. Das ist auch interessant. Na gut.